der lange ESO spielt. She's amazing, man. Kann ich während der Arbeit Profi-Gameplay genießen? Na, Profi-Gameplay ist das jetzt so nicht. Also ich spiele tatsächlich seit Morrowind draußen ist. Damals auf der Konsole. Ich habe aber nie viel gespielt, muss ich tatsächlich sagen. Wobei ich habe, wie viele Stunden? 591 Stunden. Nicht auf dem Char hier. Den ihr jetzt extra für Streamer stellt. Und ich hatte einen Char. Hatte ich damals mit einem Kumpel gespielt. Ich weiß gar nicht. Ich hatte Elsewhere durchgespielt. Zu dem Zeitpunkt. War auch über 50. Ich weiß gar nicht, welchen Champions-Drang ich da auf der Konsole gehabt habe. Keine Ahnung. Weiß ich tatsächlich gerade nicht. Kitty war schneller als ich. Logischerweise. Aber das hier ist unsere Elfe. Mit der ich jetzt so verdammt viel Zeit verbracht habe. Verdammt viel Zeit. Warum hat Kitty eigentlich rum? Da hinten! Lol. Ich hab Kitty erst gar nicht gesehen. Eine Nachtschicht und gestern ein mega beschissen Tag. Ja, dass du Nachtschicht hast, weiß ich. Das habe ich mir gedacht. No. Dann hoffe ich, dass der heutige Tag besser wird. Armes Wölfchen. Ju. Also, wir versuchen das Ganze, um den Pfad von eben gleich nochmal wieder aufzunehmen. Ich versuche das Ganze so chronologisch wie es geht zu spielen. Also ich mache jetzt gerade erstmal die Gebiete hier unten fertig. Also, diese Sachen hier. Dann weiß ich noch nicht, ob ich darüber gehe. Oder ob ich hier rüber gehe. Ich bin ganz sicher. Wie gesagt, versuche dann von auch hier von Addon zu Addon mich durchzuspielen. Ich bin ein Mensch, der liebt es, chronologisch zu spielen. Ich krieg's meistens nur nicht hin. Der kleine feine Unterschied. Es funktioniert meistens nicht. So. War das die Quest mit den komischen Vampiren? Weiß es nicht. Die DVD ist übrigens runtergeladen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jo. Ich will jetzt mal gucken, welches Viech wir heute mitnehmen. Reiten. Ich glaube, ich will mal einen Wapiti mal haben. Ich kann noch mal einen Klippenbock. Ne, wir bleiben beim Hirsch. Und habe ich hier noch alles? Ich habe zigtausend Tiere und keine Ahnung, was ich davon nehmen soll. Todeshund. Einheimisch. Katze. Wir nehmen ein Greifen, Junges. Jo. Was sagt der Kronenshop? Gratis. Helden von Hochinsel. Ist es das Belohnungspaket enthält den DC Firesong. Bemalung des. Man kriegt das DC gratis? Nee, habe ich noch nicht. Ich war jetzt aber auch. Oh. Wie lange? 2 Wochen? 3 Wochen? Nicht bei ESO? Beziehungsweise habe überhaupt irgendwas in dem Sinne gemacht. Das gratis. Fragt der ausgewählte eine Ausrüstung, wäre in die Stufe öffnen, wenn Karte angepasst werden. So, und wenn man auf 100% kommt, gibt es gestaffelt gratis Stuff. Ah. Okay. Interessant. Der sieht cool aus. Oh. Oh mein Gott, der ist cool. Bin ich jetzt nicht so prickelnd. Ja. Wie man sich findest du auch noch ein Gratis-Pad. Kannst dir alles gönnen. Nice.
Ja. Apfelrückensalamander. Ist aber knuffig. No. No. Der Bauch ist cool. Huch. Ja, das wollte ich jetzt nicht machen. Exklusiv mit Esopulus erhältlich. Yep, ich hab Prime. Das ist die 7. Folge der Herr der Ringe-Serie. Nicht verraten! Wir sind erst bei Folge. Also, wir haben gerade Folge 3 geguckt. Ich muss ja immer warten, bis das Foto da ist. Und wir haben. Samstag. Gut, er hat das Ende der Season verpasst. Also, der Folge verpasst, aber egal. Ich hab's trotzdem geschafft, das zu sehen. Paketdetails. Pflanzt euch. Ja, so. Okay. Huch. Oh, Alter. Jedes Mal wieder. Profi. Mhm. Profi-Gaming findet ihr jetzt sicherlich nicht. Mhm. Sehr schön. Ja, das habe ich jetzt. Ist gut. Erst bei Folge 3, ja. Ich weiß, ich finde es auch bitter. Aber Frotus war doch eine Woche weg, Hybrid. Er war doch eine Woche weg. Ich konnte doch nicht gucken. Das war ganz schlimm. Oh, will ich wissen? Oh. Oh. Warum Leute... Nein, ihr müsst mich dran hindern, mir das anzugucken. Das ist Folter pur, ich will das haben. Hausbegleiter, wir Pony, Kaviri, für Prime ESO. Das kann ich, habe ich das nicht sogar schon? Ich weiß Gott gar nicht. Ich glaube, doch da! Diese hier, ne? Das und ich glaube das hier, ne? Die müssten es sein. Die habe ich sogar schon. Nam 9 ist immer gut. Nam 9 gibt es nicht mehr, Hybrid. Nam 9 gibt es nicht mehr. Nam 9 hat nie existiert. Für alle, die fragen, was Nam 9 ist, Nam 9 macht mein Stream aus. Wenn ich so drin hätte. Habe ich aber nicht mehr. Wo weiß ich. Ich habe damit einmal den Stream beendet. Gut, und einmal habe ich aus Versehen den Stream gestartet. Ich glaube, da gibt es sogar Clips. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es gibt sogar Clips davon. So, ich musste jetzt mal die Quest weitermachen. Aber das mit diesem, wo man die 100% voll macht, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich wusste aber auch überhaupt nichts davon. Ich glaube. Weiß ich gar nicht, war ich überhaupt da? War ich überhaupt zu Hause zu der Zeit? Weiß ich gerade gar nicht. Weil ich dieses und das letzte Wochenende gar nicht da war. Wenn es das an einem Wochenende gab. Mich greift da was an. Oh, die haben Angst vor mir. Gleich mal suchen. Nein, such's bitte nicht. Oh Gott, das ist so unangenehm gewesen. Ich will auch gar nicht wissen, wie rot ich angelaufen bin. War ich da nicht sogar mit irgendjemandem Voice, der mir gesagt hat, du hast das Stream gerade ausgemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich müsste mit irgendjemandem Voice gewesen sein. Das war so unangenehm. Das war mir so unangenehm. Der Bloody neues Jahr. Ja, ich bin ein DD-Fan. Ich liebe DD-Spielen. Ich kann zwar auch ein bisschen heilen, aber
Nur ein bisschen. Verdammt, was ist schiefgegangen? Der Vampirfürst hätte bereits erscheinen sollen. Wo sind Sungarg und Agalir? Ja, ich bin so ein Mensch, ich muss mich selbst heilen können. Sonst bin ich unzufrieden. Ich habe immer Schiss, dass ich draufgehe. Es sei denn, gut, Kitty spielt ja meistens mit. Dann heilen wir uns immer gegenseitig das Heiler-Battle. Wobei, wenn Heimat mitgespielt hat, auch. Wir hatten ja sogar schon so ein Dungeon mal gemacht. Das klingt verdammt falsch. Sonst auch, ich weiß, aber... Oh mein Gott. Aber stimmt. Ich habe gern große Bierhumpen in der Hand. Okay, der ist nicht groß, aber trotzdem. Es ist aber kein Bier drin, es ist Wasser drin. Oh Gott. Ich glaube, egal was ich jetzt sage, es kann nur noch falsch enden. Da ist tatsächlich Wasser drin. Oh Gott, Heimat, du machst es nicht besser. Nein. Mm-mm. Ich habe sie nicht gesehen. Jeder war an seinem Platz. Der Plan funktionierte perfekt. Das verheißt nichts Gutes. Ich werde nach Westen gehen und nachsehen, ob ich Sungarg finde. Ihr geht zum Osttor und schaut nach Agalir. Aber bleibt auf der Hut. Die Verschlagenheit der Vampire kennt keine Grenzen. Abgemacht. Was soll ich? Warte mal, war da ein Buch? Nee, nur eine Kiste. Nur. Nein! Das kann sich jetzt wieder um Stunden handeln. Ich und Kisten öffnen. Nein. Ha! Und gute Hand führt sie auf was? Oh, warum ist mein Schatz so versaut? Das macht's nicht besser. Was sollen denn die Leute denken, die hier nur reinkommen? Die sind doch gleich verstört. Oh. Der da ist, glaube ich, tot. So ein bisschen. Ein bisschen tot. Die Vorlagen. Du hast angefangen. Damals auch. Also, gleich reicht mich hin. Ihm geht's blendend, der bräut sich nur. Ich würde tendieren, dass der schwarz ist. Also, etwas verrußt. Und vielleicht auch ein bisschen steinig. Ein Kohleklumpen. Man kann, glaube ich, noch nicht mal definieren, war es ein Mensch? War es ein Elf? War es ein Ork? Lässt viel Fragen offen. Agalirs Körper ist eine schwarze Hülle. Nein! Echt? Nicht Agalir. Doch! Nein, nicht Agalir. Ich bin so ein Narr. Der Vampirfürst hat unsere Falle eindeutig durchschaut. Ich habe den Tod von Agalir auf dem Gewissen. Habt ihr Sungard gefunden? Nein, auch keine Leiche. Okay. Das ist kein großer Trost. Wenn man es mit Vampiren zu tun hat, bedeutet das Fehlen einer Leiche meist nur eine Sache. Ich bete, dass ich falsch liege. Was machen wir jetzt? Wir müssen weiter nach Sungarg suchen. Und wenn er... Oh, Stenda sei gepriesen. Da ist er ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich je so darüber freuen würde, diesen dummen Ort. Oh, bitte Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aua. Das war mein Ohr. Hallo, Kitty. Dieses Katzengesicht kenne ich überall. Okay, jetzt habe ich vorhin geguckt, wo ich hingucken sollte. Kitty, das ist unverterft. Das wundert mich, das ist gemein. Ganz voll gemein. Einschenken kann ich nicht. Bis jetzt, wenn ich dich jage und töte. Ja, gut, ja, hast recht. Akzeptiere ich.
Es wird das andere müsste man sich mal überlegen. Bitte lass es. Bitte. Jag Frisches. Aber bitte nicht töten, ich brauche den Kerl noch. So. Ich finde das versteckte Vampirfürsten. Okay, Kitty reitet auf einem Wolf. Soll ich auch... Na, halb, was soll ich auf die reiten? Huch, nee, so nicht. Soll ich auf die reiten? Und das Geilste, wir haben ihn tatsächlich Halbmus genannt. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss doch da hinten. Er hat einen guten Reitlehrer. Weil es war eine Reitlehrerin, die ich damals hatte. Was? Nein, oh mein Gott. Das ist eine ganz seltsame Form hier an. Oh Gott. Hi. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ist da was? Ist da was ich gebrauchen kann? Nö. Okay. Muss ich da runter? Nee. Da. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Doch irgendwo hier runter. Ich bin, glaube ich, zu hoch. Ja, ich weiß, Kitty kann das einfach. Oh Gott, ich werde sterben. Oh Gott, ich werde nicht sterben. Puh. Diesmal überlebe ich. Puh. Das letzte Mal, als ich Kitty hinterhergesprungen bin, lag ich tot am Boden. War dezent uncool. Hätte auch was von einem Serverbett erzählen können. Nein, Masuna. Nein. Nein, hättest du nicht. Huch, das war dumm. Das war gerade verdammt dumm, was ich da getan habe. Apropos. So, warte mal. Ich befürchtet habe. Er hat sich verwandelt. Ja, ja. Das werdet ihr büßen, ihr Vampire. Nee, nee. Gibt's eigentlich diesen Monat? Wallende Locken, oh, die hätte ich gerne. Oh. Hi. Bin da, bin da, bin da. Nein, ich hänge am Stuhl fest. Nein! Was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Oh, mein Bett! Ich habe mein Bett gefunden! Nein, falsch. Nein, falsch. Richtig. Hier ist mein Bett. Das schlafe ich immer drin. Sein Dad kann sogar bluten. Was will ich das sagen? Oh Mensch. Der hat es bestimmt auch gemütlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Schritt ein bisschen wehgetan hat. So was Metallenes dazwischen den Beinen zu haben. Könnte etwas unangenehm gewesen sein. Wobei, er stand auch drauf auf diesem Ding. Auf das. Er hat auch noch so komische Metalldinger unter den Füßen. Vielleicht warst du nicht so unangenehm. Ich sollte vielleicht aufhören, mir das Ganze im Detail anzugucken, oder?
Wäre vielleicht besser. Kann nur nach hinten losgehen. Das war's also. Der Vampirfürst ist tot. Genau wie Sungark und Agalir. Ich habe zuvor Partner verloren. Aber man gewöhnt sich nie daran. Ich fühle mich verantwortlich. Was werdet ihr jetzt machen? Ich begrabe meine Freunde. Danach suche ich mir wohl neue Gefährten und ein anderes Vampirversteck. Ich kann nicht eher ruhen, bis diese Plage vom Antlitz der Welt getilgt ist. Sungark und Agalir sahen es genauso. Vielen Dank für eure Hilfe. Die Vampire sind einfach nur ein missverstandenes Volk. Wer trage ich gerade? Nee, ich will lieber große Schwerter tragen. Sollte es dich auf Sorgen machen? Nein, sollte es nicht! Oh. Oh, hier. Oh, hier. Oh. Kuss, Erz. Oh Gott. Weiß nicht, ob ich das brauchte, aber egal. Apropos, was ist eigentlich? Die Bestrebungen. Bestrebungen. Bewerte 10 Gegenstände an einer Schmiedestelle. Sollte ich hinkriegen. Ah, Ausrüstungsteile sollte ich auch hinkriegen. Gebäude einen Schatztruhe mit Hilfe von Schatzkarten. Oh. Besiege 3 Anführer in offenen Verliesen in der Alakir-Wüste. Sammel von 100 Rohstoffvorkommen. Beispielsweise Pflanzenflößen oder aus anderen natürlichen Quellen, um diese Bestrebung abzuschließen. Also alles mitnehmen, was ich sehe. Ja. Gut. Das kriege ich nie hin. Mein Inventar wird bluten. Mein Inventar wird bluten. So. Da hinten habe ich noch was. Sind die überhaupt meine Aufgaben? Berg das Herz von Anumariel. Iso Plus regelt. Ja, ich weiß, ich habe noch kein Geld für Iso Plus. Das ist das Schlimme daran. So, Hauptgeschichte lasse ich erstmal noch links liegen. Hauptgeschichte will ich noch nicht. Das ist irgendwo. Ach, das ist da hinten. Okay. Das hier ist da. Das ist auch da ganz hinten. Okay, dann mache ich aber erstmal die Geschichte da weiter. Such das jetzt von Marie im Reliquar der Sterne auf. Alles klar. So, Hyrule, wir reiten wieder. Mach dir doch nichts aus, oder? Oh, da ist ein Buch. Ich brauche das Buch. War ein kurzer Ritt. Oh Gott. Hi. Ich brauch Buch. Ich hab Buch. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ja. Oh Gott, Hilfe. Raven Nakurax, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Sanftboten. Ich wusste gerade aber ganz kurz. Das ist alles immer so klein. Halte mich nur nicht so stark, nicht, dass es dann Wolf zu fällt. Nein, nein, keine Angst. Da passiert nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass mich. Oh, ich hatte den Dolm noch nicht. Wollen wir warten? Ich hatte den hier noch nicht. Dann, wir warten hier einfach mal. Ich werde da angetatscht. Oh, ich werde doch nicht mehr angetatscht. Niemand will mich antatschen. Okay.
glaube ich, bekommen. War vorhin bei der Massage und holy shit, hat sie mich auseinandergenommen. Oh. Aber so eine Massage wäre auch mal ganz gut. Da habe ich nämlich gestern beim Stream gemerkt, mein Nacken hat schon wieder Juche geschrien. Dachte ich auch nur, okay. Kann aber auch daher kommen, dass wir gestern wieder Tapete abgekratzt haben. Muss man die Bilder ins Discord schicken. Weiß man noch nicht, wo ich sie hinpacken will. Ich mach das jetzt regelmäßig sehr empfehlenswert. No. Ja, ich würde auch. In meiner Beziehung bin immer ich diejenige, die meinen die Frisches massiert. Ich krieg keine seltene Massage ab. Ich muss mal betteln. Meine bessere Hälfte kann auch sehr gut massieren, aber. Ja! Komm leider nie in den Genuss. Das wäre ja auch mal zu schön. Aber ich glaube, eine Massage ist teuer, oder? Also eine professionelle Massage. Ich meine, Kitty, wir hatten da jetzt schon mal drüber geredet, aber. Ich merke mir das immer nicht. Massage hat auch eine bedeutende Massage. Ja, auf dich und was du brauchst. Oh, ich brauche ganz viel. Toki, Kekse, Kuchen. Eine kuschelige Bettdecke. Glühwein. Was? Ich glaube, ich komme auf so Zweideutigkeit heute nicht mehr raus, ne? Mein Gott. Wer hat deine Witz hier? Nicht nur zu massieren, glaube ich. Manche können es auch nicht. Er kann zwar, aber. Ja. Ja. Ich höre jetzt die Deluxe Edition von irgendwas oder sein Geist, was Gutes zu dir überlassen. Ja, gut! Wie oft kaufe ich mir die Deluxe Edition? Gut, wie oft kaufe ich mir. Mache ich eine Massage. Aber. Ja. Hast du ja recht. Hast du ja recht. Ich habe ja nicht oft Probleme. Das kommt im Alter. Ich zahle so 80 für meine Problemzone. Na gut, aber 80 geht ja sogar noch. 80 geht ja eigentlich sogar noch. Gut, hätte ich jetzt nicht über. Ich habe 400 Euro im Monat und davon gehen 350 Euro für Rechnung drauf. Also ja, da ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, juhu, ich kann mir da mal was zurücklegen. Auch wenn ich es versuche. Das ist aber leider nie viel, was ich mir da zurücklegen kann. Würde es sein, es sind die Monate, wo mal was von Twitch kommt. Dann geht das natürlich. Aber auch dann ist das eher eine Rücklage, als dass ich dafür jetzt mir was kaufen könnte. Wie gesagt, das letzte Spiel habe ich eigentlich nur mir kaufen können, weil ich Geburtstag hatte und 25 Euro Geschenke gekriegt habe. Ansonsten ist das ein bisschen, yeah. Monatelang sparen, wenn ich weiß, dass was kommt, spare ich drauf. Dann wäge ich ab, ist es wirklich wert, dass ich mir das hole oder hole ich mir lieber was Kleineres? Nee. Alter, was bist du denn für einer? Was bist du denn für ein Oschi? Nein, lass mich. Nein, 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 nein. Lass mich da raus. Wie groß wollen sie ihn haben? Wollen sie. Ich lese gleich, was ihr geschrieben habt. Ich bin sofort wieder für euch da. Alter. Der könnte einen eigentlich mit einem Haps essen. Lecker Eiter. Echt da. Ich
Ja, lass mich. Es war halt groß. Es war halt groß. Weil die Massage war immer so ein... Ist man schnell bei 250 dabei? Boah, ja, gut, 250, da muss ich mindestens ein halbes Jahr versparen. Wenn nicht sogar länger. Nein, willst du das einen Monatsabo aus? Du zahlst 50 Euro und du hast 5 bis 6 Termine frei für Massage bei ihm. Ich glaube, das kriege ich einfacher hin. Ich koche ihm sein Lieblingsessen, dann sollte das auch funktionieren. Aber gut, wann denn mal? Er ist ja nie zu Hause. Oder selten. Er war ja jetzt gerade eine Woche weg. Gut, diese Woche ist er zu Hause. Da hat er, glaube ich, nur einen Termin. Also nur einmal weg. Kommt aber am selben Tag wieder. Ich glaube, nächste Woche ist er wieder länger weg. Oder übernächste? Weiß ich nicht genau. Ja, nee, Kitty. Das funktioniert aber so nicht. Also ja, du sagst es zwar, aber nee. Nee, das würde ich trotzdem nicht annehmen. Das würde ich ja trotzdem nicht annehmen. Hier gibt es immer mehr Futter. Ja, ich weiß. Ich kann da nichts für. Ich kann doch einfach still sein. Wir machen einen stummen Stream, okay? Karl ist voll verwöhnt. Wir bekommen auch regelmäßig eine Pfotenmassage mit Schierbutter, damit seine königlichen Füße geschmeidig bleiben. No! No! Meine werden immer schön gebürstet. Kriegen sie gleichzeitig ihre Rückmassage. Ich nehme an mit Plüsch, ne? Brauche eigentlich bei euch gar nicht mehr fragen. Ihr wollt sowieso immer Plüsch. Ganz vergessen. Lass mich leiden sehen, ich weiß. Ich setze jetzt einfach die Plüschigen auf, weil ich die Antwort sowieso kenne. Meine Hassbürsten tut immer so, als würde er sterben. No, meine Liebens. Also gut, beim einen weiß ich nicht. Wir haben hier drei Kater. Bei dem einen weiß ich es halt echt nicht. Mal ja, mal nein. Und die anderen beiden lieben's. Also vor allem mein kleines Dickerchen. Der liebt das abgöttisch. So, jetzt trinke ich aber kurz. Riesig. Hier sind die königlichen Füße. Die Füße. Der Postas. Der Postas. Der Postas greifen an. Habe ich den Film so oft gesehen? Oh ja. Okay. Kitty? Kitty, geht's dir gut? Ich kenne diesen Kater nicht. Ich kenne diesen Kater nicht. Oh, da ist ein Buch. Also Hybrid, so irgendwie mit dem Reiten auf dir wird das heute nicht. Ich sehe immer irgendwas anderes. Nein, nein, nein. Oh. Er ist ein inneres Chakra gefallen. Ihr macht mich fertig heute, wisst ihr das? Wenn ich gleich das nächste Buch finde, ne? Dann geh ich gleich zu Fuß. Oh. Nein. Hatte ich das hier schon? Oh, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Das hat mir nur so komisch angezeigt. Deswegen war ich gerade am Überlegen. Aber nee, den hier hatten wir schon.
Okay. Da. So. Es gibt so viel zu berichten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gut, dann warten wir, bevor ich mit ihm spreche. Bitte gleich einmal eine ganz kurze Alert-Pause. Ich will mal mit Dungo sprechen. Bitte. Ihr könnt danach gern weiter Party machen. Du lass mich einmal mit ihm sprechen. Hallo Nando. Noch eine Sucherin der Weisheit. Das Flackern in euren Augen verrät euch. Das Reliquiar der Sterne ist ein wunderbarer Fund, nicht wahr? Was ist so interessant an der Ruine? Nun, dass sie vor kurzem lebendig geworden ist. Was? Obwohl erwacht ist, vielleicht der passendere Ausdruck wäre. Falls ihr mehr erfahren möchtet, eine meiner Kolleginnen von der Magiergilde leitet die Ausgrabung. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich Laranalda oder ihre Assistenten schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht mal so, na vielleicht. Sollt euch das Sorgen machen? Ich schätze, es ist schon ein bisschen beunruhigend. Sagt mal, seid ihr vielleicht zufällig auf dem Weg in die Ruinen? Ich muss eigentlich nicht, aber ja. Fertigstellen. Aber wenn ihr nach Laranalda schauen könntet, würde mich das sehr beruhigen. Wie? Laranalda? Okay. Werden nach Laranalda schauen. Ich würde gerne mehr plaudern, aber ich muss diesen Bericht wirklich abschließen. Meine Freunde in der Magiergilde in Eldenwurz können es kaum erwarten, mehr von unseren Funden zu erfahren. Habt ihr von etwas gehört, dass das Herz von Anomarie genannt wird? Ja, natürlich. Jeder Amateur in proto-eiliidischer Literaturwissenschaft kennt es. Viele halten es nur für eine gespreizte Metapher. Aber Laranalda glaubt, es liegt irgendwo innerhalb dieser Ruine verborgen. Haha. Wenn sie eine so vielversprechende Karriere unbedingt beenden möchte, bedeutet das nur mehr Geldmittel für den Rest von uns. Was meint ihr? Ich bin sicher, dass sie ihre lächerlichen Theorien viel besser erklären kann als ich. Okay. Gut. Oh, irgendwas, was ich beachten muss. Wie viel Inventarplatz habe ich noch? Das sollte passen. Was ist das hier eigentlich? Ach, du Heilige. Ich habe es erstmal noch nicht geöffnet. Das ist mir zu viel Krams, was da gerade dort drin rumstromert. Das hier benutze ich einmal. Wann kriege ich denn die nächsten Schriftrollen? Nein. Und Schriftrollen des Lernens. Rein theoretisch, wenn ich mich morgen einlogge. Warte kurz. Ich musste mir einmal kurz einen Verberg machen, dass ich mich morgen einlogge. Ich vergesse es sonst. Ich vergesse es sonst, mich morgen einzuloggen. Mach lieber mal ganztägige Erinnerung. Ist besser so. Danke. So. Also, übermorgen. Egal, trotzdem. Ich muss mich ja trotzdem einmal einloggen. Weil ich das Ding ja trotzdem brauche. Haha. Okay. Ich durch jeden Tag, Esel. Ich habe leider nicht jeden Tag Zeit. Wir sind mitten beim Renovieren. Ich habe leider nicht jeden Tag dafür Zeit. Esel ist leider auch nicht... Oder was heißt leider? Ist auch nicht mein Main-MMO tatsächlich. Also irgendwas stimmt mit Kitty nicht. Kitty, dafür bräuchtest du ein Kleidchen vielleicht. Das wäre noch um einiges attraktiver als in so einer Rüstung und vielleicht auch einfacher zu tanzen. Sieh nicht aus. Was? Ich bin weg. Das hat keiner gehört. Das hat keiner gesehen. Ich bin weg. Ich versteck mich jetzt. Scheiße, ich komm da nicht hoch. Ich bin gar nicht da. Okay. Genug rumgesponnen. So viel Katzengras, eindeutig. Die.
Jetzt habe ich wieder ein Ovo. Danke. Kitty ist schneller als ich. Das ist unfair. Ich habe so lange Ladezeit. Hi. Ah, da. Oh. Laranalda. Teilchen. Wenn ihr euch an mich anschleichen wollt, habt ihr Konkurrenz. Diese fliegenden Bücher können wahnsinnig leise sein, wenn sie wollen. Die fliegenden Bücher schleichen sich an euch an? Manchmal sogar in Paaren. Sie klappen einem neben dem Ohr zu und flattern dann davon. Es scheint, als sei die halbe Bibliothek darauf aus, uns zu quälen, seit wir die Schutzzauber ausgelöst haben. Ich habe versucht, die Dinge zu beruhigen, aber ohne meine Assistenten geht es nur langsam voran. Danke, Klutter. Geht ihr was zu wollen? Oh no. Oh no. Wo sind eure Assistenten? Ted Rüni ist los, um die Fleischgärten zu erkunden. Als die Schutzzauber brachen, habe ich Behilir losgeschickt, um ihn zurückzuholen. Keiner von beiden ist wiedergekommen. Gemäß der Vorschriften der Magiergilde muss ich hierbleiben, bis Hilfe kommt. Mhm. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Hilfe seid. Jetzt bin ich sexy. No. Ich werde eure Assistenten finden. Seid vorsichtig da draußen. Ich guck mir das gleich an. Diese Bücher sind harmlos genug, aber das sie sind nicht Discord, die einzigen, no. die durch die Dunkelheit huschen. No. Asuna, was hast du getan? Was meint ihr? Alles war ruhig, als wir ankamen, aber Knochen und anderer Unrat verschmutzten die Hallen. Da die Schutzzauber nun gebrochen sind, würde es mich nicht überraschen, wenn hier jetzt mehr als nur Bücher durch die Gegend streifen. Der Welt hätte die zerwiesen. Warum ist die Magiergilde in das Reliquiar der Sterne gekommen? Oh Gott. Die Geheimnisse des Reliquiars der Sterne wurden schon vor langer Zeit aufgebaut. Wie lange mussten die Leute üben, diese Sachen auszusprechen? Unfassbare Mengen an Magika zirkulierten durch seine Mauern. Selbst als die Ruinen noch dahin schlummerten. Bis vor kurzem hielt man dies für eine Besonderheit im Bau. Was hat sich verändert? Das geht alles auf Anomaril zurück. Einen der größten aileidischen Architekten der ersten Ära. Oh Gott. Er baute das große Siegel von Ich glaube, die schämen sich dann fremd für ihre Großmutter. Dann entdeckten wir unlängst Beweise, dass er auch die Archive im Reliquiar der Sterne gebaut hat. Was ist so interessant daran? Anomaril steckte oh sein Herz in diese Arbeit. Wortwörtlich, wenn bin man ich geschlafen. Geschichten Glauben schenken mag. Es versorgte das Planetarium in Eldenwurz mit Energie, bis es verloren ging. Das ist die Energiequelle. Ja, das mag sein. Sie wollten wir bergen. Denkt doch nur daran, wofür man sie alles einsetzen könnte. Also Synchronsprecher könnte ich nicht werden. Ich suche nach dem Herzen von Anomaril. Oh Gott. Ist das so? Die Nein! Er hat beim Hof von König Kamoran Eradan monatelang eine Petition nach der anderen eingereicht, bis wir endlich eine Grabungserlaubnis Nein! Erhielten. Und nun möchtet ihr hier einfach durchspazieren und das Herz von Anomaril selbst einsammeln. Nein. Was wollt ihr denn überhaupt damit anfangen? Nein. Nein. Aus, nicht die Luftballons. Ohne Witz finde ich bei meiner halt auch. Das ist ganz, ganz furchtbar. Allein, erstens, wenn ich sie selber höre beim Sprechen, finde ich das schon furchtbar. Wenn ich dann höre, wie ich eigentlich klinge, denke ich mir so, oh mein Gott, bitte was? Und ich habe neulich tatsächlich bei meiner Großmutter, ich habe ihr das Smartphone erklärt. Erstaunlicherweise kommt sie verdammt gut mit klar. Und ich habe ihr dann gezeigt, was eine Sprachnotiz ist. So, und als wir uns das dann nebenbei angehört haben, dachte ich nur, oh Gott, Hilfe, bitte nicht. Oh Mann, nee, einfach nein. Vor allem, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich verdammt alt klinge mittlerweile. Ich weiß, ich habe halt lange meine Stimme nicht mal selbst gehört, als Sprachnotiz, und ich bin doch ein Mensch, ich mache überhaupt keine Sprachnotizen, weil ich verstehe auch nicht, wie man sich die Sprachnotizen selber nochmal anhören kann. Mein Verlobter hört sich, wenn er eine Sprachnotiz macht, hört er sie sich nochmal, und ich denke mir immer so, Alter,
Nein. Ich spreche meistens auch nicht mit, weil ich das dann hasse, wenn es abgespielt wird und ich meine Stimme höre. Was ist das? Furchtbar. Das ist die pure Folter. Nee. Nee. Ach, nee. Ich beneide immer die Leute, die so eine richtig schöne Stimme haben. Ich beneide die Leute. Neue Serie auf ProSieben. How I Met Mr. Kitty. Oh, scheiße, nein. Königin Irene braucht es für ihre Bestätigungszeremonie. Gott, oh, ich schätze, das ist ein ziemlich guter Ich will nie Mr. Mio werden wir hören. Die Ruinen von oben mach die immer im Auto, oder? Wenn ich viel zu tun habe. Ja, wie gesagt, ich mach gar keine. Finden, von Musik, wenn ich Musik aufnehme, dann ja. Bereit, Königin Irene zu helfen. Aber der Stream ist lang. Oh Gott. Mach das am Ende des Streams. Dann bin ich müde. Oh. Oh, Backe. Oh je. Yeah.